Fast 20 Jahre war ich im Kloster und dann hat sich was verändert in meinem Leben. Und heute bin ich eine erfolgreiche Unternehmerin und bin auf Weltreise unterwegs. Und das Schöne ist, heute kann ich einfach Menschen zeigen, wie sie auch ein erfülltes und auch finanziell freies Leben führen können. Und das macht so richtig Spaß und Freude. Wow, das ist Amata Bayerl, von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin. Und was sie heute in diesem Podcast dir verrät, warum sie zum Beispiel auch nicht 100% vegan ist, aber optimal in diesen Podcast passt, das und noch vieles, vieles mehr erfährst du jetzt. Hallihallo, es wird dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ja, ich hoffe doch hervorragend, denn heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast zugeschaltet aus Ecuador, die erfolgreiche Nonne, heute speziell für Frauen da, die ihr, ja, letztlich Business, ihr Einkommen und ihr Leben optimieren möchten. Und wir sind zueinander gekommen, auch über die gemeinsame, hauptsächlich pflanzliche Ernährung. Amata, schön, dass du da bist. Wie gut geht's dir? Ganz herzlichen Dank für deine Einladung, Christian. Ja, mir geht's traumhaft gut. Das glaube ich. Du bist gerade in Ecuador unterwegs, hast auch schon Genau. viele andere Länder im Moment bereist. Was Ja. genau führt dich hier auf die Weltreise? Ja, was soll ich sagen? Als ich im Kloster war, war Reisen überhaupt gar kein Thema. Und dann habe ich im Laufe des, ja, also ich bin ja 2002 dann ausgetreten und habe dann so mein Business angefangen. Und wie es dann irgendwann dazu kam, dass ich immer wieder mal eingeladen wurde, ich wurde nach Hawaii eingeladen, nach Kalifornien, Südafrika, habe ich entdeckt, wie schön die Welt ist. Und wir haben zwar immer Urlaub angeschlossen dann und haben uns die Länder ein bisschen angeschaut, aber ich habe zu meinem Mann irgendwann mal gesagt, lass uns doch, ich habe noch so vieles vor, noch so viele Länder, die ich sehen möchte, lass uns doch einfach mal ein Jahr unterwegs sein. Ja, das war letztes Jahr im Sommer und im Januar haben wir es umgesetzt und sind in Asien gestartet. Die ersten 3 Monate Thailand, Kambodscha, Vietnam. Haben dann eine Einladung gehabt nach Texas und haben gesagt, dann sind wir schon auf der anderen Seite, dann machen wir Südamerika und waren dann in Costa Rica 7 Wochen, in Panama, dann nach Kolumbien. Ja, und jetzt ist Ecuador, Peru dran. So ist der Lauf gewesen. Wow. Also, du bist ja quasi lange Zeit im Kloster gewesen, hast du erzählt. Dann bist du 2002 Genau. ausgetreten und heute, ja, fragst du vor allem Frauen, die nicht mehr so ganz glücklich sind in ihrem Leben, auch mit ihrem Business, mit ihrem Einkommen. Ihnen fehlt Klarheit. Sie wissen vielleicht nicht, was als nächstes dran ist und wie sie es umsetzen kann. Und du, ja, hilfst da mit einer kreativen und lebenslustigen Art, diese Frauen wieder in die Unabhängigkeit und in die Freiheit zu bringen und kombinierst das quasi eben auch noch mit einer gesunden Lebensart. Und genau das ist das, was wir heute in diesem Podcast besprechen wollen. Einfach von deiner enormen Erfahrung hier profitieren. Und ich denke, dass das diese Episode nicht nur für Frauen relevant ist, sondern eben auch für Männer. Also sprich für jedem, der einfach in seine Unabhängigkeit und in seine Freiheit kommen möchte, oder? Ja, ich wollte es gerade sagen. Also es sind zwar hauptsächlich Frauen, die ich begleite, das ist meine Zielgruppe, aber ich begleite immer wieder auch Männer. Und ich begleite vor allem auch Frauen, die selbstständig sind, die Unternehmer sind, die wirklich auch ein gutes Business schon haben, aber die einfach merken, dass sie entweder zu wenig Zeit haben, ja, oder dass die Lebensqualität nicht mehr stimmt, oder dass sie einfach feststellen, was ist denn, wenn ich mal ausfall für einen längeren Zeitraum? Und deswegen ist mir so wichtig, diesen ganzheitlichen Ansatz, mehr Zeit zu haben, mehr Geld und mehr Lebensqualität auf Dauer. Ja, fangen wir doch mal von vorne an. Wie kamst du jetzt dazu, dass das deine neue Berufung ist? Und wie kam es überhaupt dazu, noch weiter vorne, dass du ins Kloster gekommen bist und dass du da auch vor allem wieder rausgekommen bist? Na, das sind viele Fragen auf einmal. Wie kam es, dass ich ins Kloster kam, wieder rauskam? Das ist so ähnlich wie wenn man sich verliebt, ja. Ich habe damals, ich war im Internat, habe gesagt, nie wieder Ordensfrauen. Und ja, dann bin ich auf so ein Besinnungswochenende gekommen. Da war ein Bild von Vinzenz von Paul. Ich habe mich verliebt sozusagen, habe gespürt, wow, ich möchte die Liebe, den Glauben leben, habe gedacht, das kann ich da. Und es war auch lange Zeit wertvoll, ich möchte es auch nicht missen, war eine wertvolle, wichtige Zeit für mich. Aber irgendwann habe ich mich verändert und entwickelt.
Und habe gespürt, das passt so nicht mehr, das ist nicht mehr stimmig. Und ich wollte immer das, was ich lebe, ganz leben und stimmig leben. Ja, und dann hatte ich einen guten Begleiter, einen Jesuitenpater, der war schon weit über 70, der hat gesagt, Gott ist ein Gott des Lebens und spür einfach hin, wo ist für dich mehr Leben möglich. Und ja, das hat dann 9 Monate gedauert, bis für mich klar war, dass ich sozusagen gehen durfte für mich und bin dann ausgetreten und habe erst mal ganz normal eine Anstellung gesucht. Habe dann sehr schnell gemerkt, eine Anstellung ist nicht das Wahre, weil ich einfach frei sein wollte nach dieser Zeit im Kloster auch und habe mich dann selbstständig gemacht, nebenher selbstständig gemacht erstmal. Und dann habe ich 2009 eine Diagnose gekriegt, Darmkrebs im Endstadium. Ich habe zwar keine Chemo gemacht, keine Bestrahlung, weil ich vorher eine Ausbildung gemacht hatte im Bereich Orthomolekularmedizin. Also ich habe gesagt, ich will ganzheitlich arbeiten. Aber das war dann der Punkt, wo mir klar wurde, ich bin 3 Monate ausgefallen, Krankenhaus und Reha und ja, jedenfalls kein Einkommen von der Selbstständigkeit her. Und da wurde mir klar, wie wichtig es ist, sich ein residuales Einkommen aufzubauen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon vorher was kennengelernt gehabt, das ich zwar businessmäßig nicht machen wollte, aber da kamen immer so um die 3.000 Euro rein. Und dann habe ich gedacht, das muss ich mir näher anschauen, denn mir ist klar, wann auch das Thema Gesundheit hängt, ganz häufig mit dem Geld zusammen. Ich wollte ja zum Beispiel keine Chemo und wollte eine biologische Klinik. Da kostet es locker mal die Woche 10.000 Euro, die ich mir selber zahlen muss. Das übernimmt ja keine Krankenkasse dann. Und dann war für auf einmal klar, Geld ist ein Mittel und eine Form und eine Energie, die unheimlich Freiheit schenkt. Und danach habe ich mich erst damit intensiv beschäftigt und habe gesagt, ich möchte, dass jeder Mensch und insbesondere auch Frauen ja nicht nur ein erfülltes Leben haben, ein glückliches Leben, sondern auch ein finanziell freies Leben, wo sie einfach Entscheidungen frei treffen können. Das war so der Werdegang. Ja, wow. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob ich alle 3 Fragen beantwortet habe. Oder nur deine 2. Nee, das passt erstmal. Ich habe nämlich direkt ein paar Zwischenfragen schon. Die erste Zwischenfrage, okay, bevor wir dazu kommen, wie du heute lebst, ist, wie kannst du dich im Kloster verändern? Also du hast ja dort, glaube ich, immer so dieselben Abläufe und so weiter. Hast du vielleicht dann viel Bücher gelesen? Oder wie kam diese Veränderung zustande? Ja, sehr gute Frage, Christian. Der Punkt war, dass ich immer jemand war, der gerne gelernt hat. Und es stimmt, ich habe unglaublich viele Bücher gelesen. Ich habe aber nicht nur gelesen. Ich habe im Kloster, war ich ja tätig, ich war vom Grundberuf Erzieherin, habe dann den Kindergarten geleitet und habe alle Ausbildungen und Fortbildungen mitgemacht, die in diesem Bereich möglich sind. Ja, also da waren ja jedes Jahr mindestens 5 Tage Fortbildung möglich und auch Kindergartenleitungsausbildungen und auch Coaching oder Supervision nannte man das damals, habe ich immer für mich beansprucht. Und im Kloster selber gab es auch immer Fortbildungen und Möglichkeiten. Und all das habe ich mitgemacht und da hat sich in mir etwas verändert. Also das Kloster hat sich nicht verändert, sondern ich habe mich verändert, wo es einfach eng wurde irgendwann. Und das war an sich der Punkt. Ja, schön, aber zumindest, dass es da eben auch Fortbildungsweitermöglichkeiten gibt. Kannst du dich vielleicht an ein Buch erinnern, was so ganz, ganz viel in dir ausgelöst hat und warum? Also ich lese so viele Bücher in der Woche mindestens. Mega, 3, 4, immer noch jetzt auf Weltreise auch? ja. Immer noch. Als Hörbücher dann? Ja, ja, natürlich. Jetzt halt im E-Book-mäßig. Okay. Als Hörbücher oder als im Kindle, als E-Buch. Was aber für mich natürlich auslösend war, ist nach wie vor die Bibel. Denn das war mein Begleiter über die ganzen Jahre im Kloster. Und da gibt es eine Stelle, da heißt, damit ihr das Leben habt, das Leben in Fülle. Ein erfülltes Leben. Und die Frage ist, was heißt erfülltes Leben für einen persönlich? Und dem nachzuspüren, dem nachzugehen, das war so der Punkt, der dann zu dem Ausdruck geführt hat, aber heute auch zu dem, was ich heute mache. Hast du die Antwort heute gefunden? Und wenn ja, wie würdest du die formulieren? Also ein Leben in Fülle zu haben, was ist ein Leben in Fülle? Ein Leben in Fülle ist das zu haben, dass ich so leben kann, meinen Tag und meine Zeit frei einteilen zu können und so leben kann, wie ich das möchte, mein Leben wirklich selbst bestimmen zu können.
Okay, schön. Also quasi dein oberster Wert ist der Wert der Freiheit, zu sagen, okay, das zu machen, was du gerade machen möchtest, jetzt beispielsweise Absolut. Auf Weltreise zu sein oder deinen Geist und deine Seele zu nähren, ohne jetzt irgendwie in gewissen Konventionen oder eben auch zum Beispiel zu wenig Geld zu haben, um da eben auch in einer Art Hamsterrad zu sein. Ja. Richtig. Freiheit und Liebe, das ist so, sind meine obersten Werte und das kann ich eben in der Form total gut. Ja, gut, Liebe ist bestimmt im Kloster auch da, nur die Freiheit, da ist halt dann alleine schon durch die Mauern irgendwo begrenzt, ne? Genau. Ja, okay. So ist es. Ja. Wobei man sie dort in einer anderen Form hat, also muss man auch sagen, ja. Für viele Menschen passt es ja auch und es ist genauso. Ja, richtig. Super. Aber für mich jetzt ging es dann weiter. So. Du hast gesagt, du wurdest dann aber auch krank und Gesundheit hängt häufig mit Geld zusammen und das hat dir dann quasi ein Wink mit dem Zaunfall gegeben, da was zu ändern, auch der Angestellten-Dasein wieder rauszukommen. Wie ist es denn heute? Also hast du heute was mit Gesundheit generell zu tun oder wie verdienst du dein Geld? Also mit Gesundheit nur noch am Rande. Das ist für mich so die Grundlage schlechthin. Wenn ich Menschen begleite auf dem Weg zu einem erfüllten und finanziell freien Leben, dann ist Gesundheit immer ein Thema, automatisch. Da kommen wir immer hin, weil das beeinflusst unsere Lebensqualität. Aber es steht jetzt nicht im Vordergrund, dass ich Gesundheitsberatungen erstmal mache. Wir schauen einfach im Rahmen dieser Beratung, was heißt erfülltes und finanziell freies Leben, immer auch dahin, was Ernährung betrifft, ja, was das Thema Wasser betrifft, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, was das Thema Mindset betrifft und all das gehört ja zum Thema Gesundheit dazu. Okay, und das mache ich nach wie vor, ja. Da habe ich auch eine eigene Facebook-Gruppe, besser aussehen, besser fühlen, weil wir können so unglaublich viel dazu beitragen, auf so natürliche Weise. Genau, da wollte ich jetzt gerade auch darauf hinaus, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, okay, was sind so deine Top-Tipps, die sehr, sehr schnell auch einen Effekt haben, wenn ich mich wohler fühlen möchte? Was würdest du da sagen? Was kann jeder sofort angehen? Was jeder sofort angehen kann, ist erstens genügend stilles Wasser zu trinken unter 500 Milligramm Inhaltsstoffe. Das ist das Erste. Das Zweite, was jeder sofort angehen kann, ist einen grünen Smoothie in sein Leben zu integrieren. Und das Dritte, was jeder auch sofort angehen kann, sollte, ist reines Aloe-Gel zu trinken, weil das eines der gesündesten Gemüse schon über 270 Vitalstoffe hat. Die drei Punkte. Super, jetzt bist du ja viel auf Reisen unterwegs. Ich bin ja auch ein riesen Smoothie-Lover sozusagen. Fällt mir aber schwer auf Reisen. Wie machst du das da? Ich habe meinen Shaker dabei, wobei wir viel in Airbnb-Wohnungen sind, wo es okay, hier okay. in Südamerika... Sind das dann Fruchtsmoothies hauptsächlich, die ja. du machst? Und der Punkt ist, dass ich auf Reisen ganz häufig eher auf Fruchtsmoothie und Eiweißshakes gehe. Weil es auf Reisen, das muss man sagen, in Südamerika relativ wenig Grünzeug gibt. Ja, da gibt es mal Frühlingszwiebeln und da gibt es Karotten. Ohne Grün und Kartoffeln und Zwiebeln, aber das war's dann. Also Gemüse und Grünzeug ist auf den Reisen eher schwierig. Obst gibt's genügend. Deswegen bin ich jetzt natürlich auf der Reise mehr. Das war in Thailand und in Asien bestimmt anders, oder? Da gibt es ja Grün ohne Ende. Richtig. Ja. Und was ich total gerne mache, ist zum Beispiel einer mit Petersilie. Mit ganzen Zitrone rein, also mit Schale, mit Ingwer mit Aloe-Gel und dann je nachdem irgendeine Frucht dazu. Ananas, Papaya, was so gerade da ist. Das ist
super. Ja, mega gut. Klingt hervorragend. Und ich würde gerne im zweiten Teil dieses Podcasts mit dir, liebe Amata, nochmal mehr auf das Thema Aloe eingehen. Das finde ich jetzt spannend, dass du das aufgebracht hast. Darüber haben wir auch noch gar nicht viel gesprochen. Du hast da bestimmt nochmal den einen oder anderen Tipp und vor allem eben auch den einen oder anderen Tipp, wie jeder sich eben auch das irgendwie erarbeiten kann, dass er auf Weltreise gehen kann und vor allem, warum der Grund ist, warum du dich noch nicht 100% plant-based ernährst. Das würde uns natürlich eben auch interessieren. Da gibt es ja meistens auch sehr, sehr gute Gründe dafür. All das erfahren wir gleich von der lieben Amata im zweiten Teil. Bleib also auf jeden Fall dran.